staatlicher Bürger, damit ihr das auch wisst. Er hat sich heute früh unter der Dusche auf die Füße gepisst. Und um noch mehr Wasser zu sparen, ja, ich kann es gar nicht fassen, hat er alles andere auch gleich noch aus sich rausgelassen. Jetzt ist der Abfluss zwar verstopft, aber er bleibt Optimist. Und Tanne traut sich ohne ihre Maske nicht mehr aus dem Haus. Und kommt hier draußen einer mal zu nahe, dann rastet sie gleich aus. Immer wieder ließ ihre Dates mit Männern platzen. Und anstatt einer Familie heute über 20 Katzen. Denn mit Tieren statt mit Viren ist man sicherer. Sie hat den Bogen raus. Wir stinken, wir verzichten und wir hungern, uns ist kalt. Doch wir sind darin die Besten und es gibt uns so viel Halt. Wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod. Denn wir knabbern am Leben sowie am Gnadenbrot. Oh, oh. Am Gnadenbrot. Es gibt so vieles, für das ich mich heute noch ein bisschen schäme. Mein erster Kuss hinterm Haus war für Christine bestimmt nicht angenehm. Die Zigarette, die überhaupt nicht schmeckte und die ich trotzdem noch von Mama schnell versteckte. Oder wie ich mich im Sportunterricht beim Geräteton streckte. Doch das alles muss mir heute überhaupt keinen Kummer mehr bereiten. Ich muss nur rausgehen und sehe dann viel größere Peinlichkeiten. Leute machen wegen Abstände Welle und rennen bald monatlich zur Impftankstelle. Und alles, was man prominent, ist nicht besonders helle. Ricarda ist so lang wie breit und ein bisschen schwitzig. Und der Böhmermann nennt Kinder Ratten und findet das noch witzig. Das sind die, die man Elite nennt. Und schon im alten Rom war man dekadent. Und hat vor lauter Feiern nicht bemerkt, dass Luft schon lange brennt. Und so wird sich mein Herz noch etwas länger quälen. Doch niemals würde ich die Grünen wählen. Noch mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesicht. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Speziellen Freund von mir hier mitgebracht. Das ist der Karl. Karl sagt, ihr seid hoffentlich alle schon durchgeimpft und gechippt, weil die Ansteckungsgefahr auch in diesem Winter wieder sehr, sehr groß ist. Und über Karl habe ich ein Lied gemacht. Was ist irgendwie genial? Denn für einen, der nicht hübsch ist und nichts kann, bist du echt ein sehr gefragter Mann. Karl, man fragt dich wirklich jedes Mal, tritt das Virus in Erscheinung nach deiner Expertenmeinung? Oh Karl, ist es irgendwie fatal? Jeden Tag hast du eine Strähne, muss ins TV als Panik, Sirene. Oh Karl, du warst nicht gerade die erste Wahl. So
suchte sich die Ampelkoalition einen Ersatz für Muttis süßen Sohn. Geht die Prognose auch mal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose. Denn was macht ein Irrtum schon, ist mein Gesundheitsökonom. Das Mundwerk lose, schmeißt er sich in Pose und erklebt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Markus Lanz gesehen. Du musst nicht nur immer Ja und Danke sagen, wenn sie dich mal ausnahmsweise um Erlaubnis fragen. Du kannst auch mal deinen Mund aufmachen und so protestieren. Du musst nicht mit der blöden Masse laufen und dich dann nochmal vor dem Fernseher besaufen. Lebe auf deinen Hinterbeinen statt auf allen Vieren. Du musst nichts, und das weißt du selber ganz genau, denn irgendwann sind die Haare grau. Und wie du lebst, interessiert dann keine Sau. Jetzt ist Schluss mit dem, was man muss, so. Sorgt es auch für Verdruss, gebt dem ganzen Stoß einen Abschiedskuss.